Also wir brauchen jetzt ein Wegglas, irgendeinen alten Joghurtbecher, wo ein Pürierstab reinpasst und eine Knoblauchknolle. Und die löse ich jetzt alle und schäle sie und tue sie da rein. Genau. Also das Schöne ist, das habe ich natürlich jetzt alles nicht mitgefilmt, ne? Weil mein Handy aus war, das ist ja wieder typisch, ja? Dass ihr einmal, macht ihr sozusagen, schaut mal, ich zeige euch nochmal den Anfang der Geschichte. Ihr nehmt sozusagen einfach so eine zwei Knoblauchzehen, das habe ich jetzt schon gemacht, und hat die schon so. Und jetzt schält man die, schaut mal, und das braucht man für die Knoblauchpaste. Schaut mal hier, um mit uns, mit dem Kochbuch Groß und Fett zu kochen. Da gibt es Grundzutaten drin und die braucht ihr einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Jetzt habe ich natürlich die Kamera nicht auf Start gedrückt, das ist auch mal wieder typisch, ne? So, ist ja mittlerweile, so, die guten also da rein, die geschälten einfach da rein. Man macht sich sozusagen einmal die Hände dreckig. Und dann hat man aber bestimmt für anderthalb Monate Ruhe, weil du kannst bei allen Gerichten, kannst du das wunderbar verwenden. Es hat nicht diesen totalen Knoblauchgeschmack und es hat einfach so einen Würzgeschmack. Und deshalb macht man es einmal, hat man im Kühlschrank, da muss man auch nicht jedes Mal, wenn man das braucht, irgendwie anfangen, die Knoblauchdinger zu schälen. Und es ist auch anders, weil das durch das Öl auf eine Art konserviert wird und das schmeckt anders, als wenn es frisch gepresst irgendwo reinkommt. Ja? So, noch eine Knoblauchzehe, guck mal. Jetzt habe ich schon ein paar, dann kann man gleich machen. Ich mache heute nicht so viel, ich mache heute nur zwei Knollen. Und das nächste Mal, ich muss jetzt auch die Klopse machen, sonst kommen wir heute gar nicht zum Essen. Das heißt, ich mache heute ein bisschen weniger. Normal mache ich so ein großes Glas voll, weil ich ja jetzt, seit ich mit der Maria koche, eigentlich nur noch so koche. Und die Würzpaste überall dran kommt. Das werdet ihr sehen, wenn ihr damit anfangt. Das ist ein super Tipp. So. Ansonsten könnt ihr natürlich auch unseren Podcast hören. Das ist super. Den könnt ihr überall bei allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Ein Podcast ist sowas wie so ein Hörspiel. Und dann könnt ihr uns aufs Ohr tun und könnt mit uns in Echtzeit die Gerichte kochen. Und das zeige ich euch gleich auch nochmal in dem Kochbuch. Sind auch Gerichte damit gekennzeichnet, wo Podcast steht, dann weiß man, aha, die kann ich mir dazu auch noch anhören, was ich eine ganz tolle Sache finde. Schaut mal, jetzt bin ich gleich fertig. So. Ja, und fragt die Uli, stellt ja immer so Sachen vor. Und diesmal habe ich halt gedacht, auch wieder in eigener Sache mal diese Knoblauchpaste machen. Einfach, weil man liest ja oft in Kochbüchern so Sachen und denkt so, oh Gott, jetzt brauche ich das auch noch. Wie stelle ich das her? Und es ist einem alles zu viel Stress. Und deshalb, wenn man das einmal weiß, dann kann man so ein Kochbuch auch anwenden und dann liegt es nicht einfach nur im Schrank herum. So, jetzt habe ich das gemacht. Schaut mal hier, jetzt wasche ich mir kurz die Hände. Und dann machen wir den Rest. Es liegt natürlich hier überall Müll rum. Das ist so. Ich komme gleich wieder. Da. Nur die Hände waschen und schon bin ich wieder da. So, und was ihr jetzt braucht, da bin ich schon wieder. Also, das hatte ich am Anfang gesagt, ich habe einfach, das ist ein altes Joghurtglas gewesen, schaut mal mit so einem Deckel, das habe ich einfach genommen. Das Wichtige ist, dass ihr vorher guckt, dass euer Pürierstab in das Glas passt, ja? Wenn das da reinpasst, dann braucht man nämlich danach keine Sauerei machen. Dann habe ich mir jetzt Öl umgefüllt. Das mache ich immer, das habe ich neben dem Kochherd stehen. Das ist also sozusagen Rapsöl, ja, oder Maiskeimöl, völlig egal. Hauptsache, es ist kein Olivenöl. Und schaut mal, war Olivenöl gerinnt im Kühlschrank. Jetzt gieße ich das voll und bedecke die Knoblauchzehen. Ungefähr so. Seht ihr das? Das reicht auch schon. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist den Pürierstab da rein tun. Gut ist auch, wenn man einen funktionierenden Pürierstab hat. Moment.
Ja, der funktioniert natürlich überhaupt nicht. Der ist ja super Vorführeffekt, mein Pürierstab. Schaut mal hier. So, der funktioniert nicht. Aber ich habe ja zwei Pürierstäbe in der Wohnung, ne? Warte mal, der ist schon, das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, einen funktionierenden Pürierstab. Wartet, ich hole jetzt einen anderen. Da gehe ich wieder. Super Vorführeffekt. Das ist natürlich, das ist das Problem bei Haushaltswaren, ja, dass man von Anfang an mit guten Sachen arbeiten soll. Das ist natürlich, der ist natürlich auch nichts, ne? Ich brauche einfach einen Pürierstab. Das habe ich mir auch gewünscht. Jetzt schauen wir mal, ob der geht. Der geht auch überhaupt nicht. Doch, der geht. Schaut. Schaut. Guck, dass die Knoblauche drunter sind. So. Schön pürieren, dass es schön fein wird. Ja? Einfach schön fein. Jetzt gucke ich mal, guck mal, da sind immer noch welche nicht noch ganz. Dass man die alle kriegt. Mal schauen, ob ich alle gekriegt habe. So, jetzt stelle ich fest, das ist natürlich der Vorführeffekt, es ist ein bisschen zu flüssig. Hältst du mal von oben einfach die Hand nur drauf, nur die Hand drauf. Ich habe ja Helferleins, ne? Und jetzt muss ich dazu, seht mal, das ist natürlich alles der totale Vorführeffekt hier, aber ist ja wurscht. Du hältst die Hand drauf und ich tue einfach, Moment, ich hole noch ein Messer. Jetzt wird alles total chaotisch, aber das ist ja wurscht. Ja? Ich hole einfach das Messer, du hältst einfach die Hand drauf, nicht bewegen, Hand drauf halten. Und ich gucke jetzt so seitlich vorbei und mache noch so ein paar Knoblauchzehen. Schaut mal. Weil ich merke, ich habe einfach zu wenig genommen. Ja, habe zu viel Öl reingetan. Ich meine, das setzt sich ab. Ja, das Gute ist, das setzt sich im Kühlschrank dann ab. Und dann ist der Knoblauch unten. Und es ist ja, muss ja auch bedeckt sein, damit es nicht schlecht wird. Aber ich haue jetzt einfach, das muss man dann ganz nach Konsistenz gucken. Schaut mal. Ich haue jetzt einfach hier eins. Dann hauen wir noch einen rein. So, jetzt bricht mir der Schweiß aus, weil das das Vorführeffekt ist. Aber das ist ja egal. Der Schweiß bricht mir aus, ist völlig egal. Ich möchte an dieser Stelle meinem Helfer danken, der das hält und dessen Identität ich an dieser Stelle nicht preisgeben kann, nicht wahr? Aber es ist sozusagen eine meiner Lieblingshände, die mir helfen. So, ich habe ja davon sozusagen von einzelnen Händen acht Einzelhände in der Wohnung, die immer gerne. Jetzt mache ich mir hier nochmal, jetzt machen wir nochmal hier. Nochmal hier noch einen. Ja, ja, nur halt einfach fest. Warte, ich mache noch einen rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird super. Es wird mit Spitze. Es ist ein. Das ist überhaupt. Ah! Oh, das ist überhaupt das Video jetzt. So, das müsste schon reichen. Jetzt habe ich einfach noch fünf nachgehauen. Danke, Hand. Guck mal, jetzt tue ich das wieder runter. Ist natürlich auch so, wenn man das nicht in der Küche macht, sondern sich hier. So, das ist natürlich das. Jetzt pürieren wir das nochmal weiter. Schaut mal. So, jetzt kriegt die eine gute Konsistenz. Es kann auch noch. So, Hand, bring mir doch mal einen Löffel noch, bitte. Ganz konzentriert, ich bin ganz konzentriert. So.
Jetzt gucke ich mal, ob ich alle habe. So, ich habe alle. Danke. So. Das ist auch alles. So, ich habe das jetzt super gemacht. Nochmal pürieren. Mit einem schlechten Pürierstab. Ich brauche einen ganz klaren Pürierstab zu Weihnachten. So, jetzt ist das fertig. Schau mal, jetzt mache ich das so ab. Lass den letzten Knoblauch noch so runter. Da hängt nur eins fest. Schau mal. Aber das Gute ist ja, dass man immer zeigen will, wie es lebensnah ist. Ja? Und so ist es lebensnah. Jetzt lege ich das auf den Teller hier. Wartet. So. Das tun wir mal weg, den Pürierstab. Jetzt bin ich nochmal weg. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja? Jetzt die gute alte Küchenrolle. Das Chaos ist perfekt. Ja? Jetzt mache ich das Glas sauber. Schaut mal. So. Noch ein Tuch. Und jetzt warte ich einfach eine halbe Stunde. Also ich kann das schon benutzen. Aber nach einer halben Stunde gucke ich, ob das Öl sich abgesetzt hat und dass das Glas nicht dreckig ist. So. So ist das dann. Schaut. So ist dann die Knoblauchpaste. Seht ihr? Die könnt ihr noch ein bisschen dicker machen. So, und dann schaut, dann nehmen wir, waschen uns die Hände, legen den schön, ich mach nochmal, ein bisschen sauber, ne? Der Vorführeffekt. So, jetzt ist das auch schon schön. Jetzt nehmen wir dieses Tuch darunter. So, wo ist denn das Buch nochmal? Das Buch vielleicht? So, und jetzt, das ist die Knoblauchpaste von Groß und Fett, die ihr braucht, um sozusagen mit uns zu kochen. Groß und Fett, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, jetzt für Weihnachten und wenn ihr Lust habt. Und so, dann macht das doch. Und es ist immer eigentlich Spaß für die ganze Familie. In diesem Sinne, viel Spaß. Kocht schön. Groß und Fett, das war's. Und das ist die Knoblauchpaste. Ja, und jetzt kommt das Video. Man braucht also eine Knoblauchzehe, ein Wegglas, wo der Pürierstab reinpasst. Ich habe jetzt schon mal die Knoblauchzehen sozusagen geschält. Dann tue ich sie einfach in das Glas hinein, tue normales Öl darauf, Rapsöl oder Maiskeimöl, fülle das ein bisschen, so das Glas nicht zu voll, nehme den Pürierstab, halte ihn da rein. Dann nimmt man den Pürierstab wieder raus, tut ihn weg, macht das Glas ein bisschen sauber. Dann nimmt man einfach ein Küchentuch zu und nach einer Zeit setzt sich dann das Öl oben ab oder man tut noch ein bisschen Öl oben drauf. Einfach, dass das gut bedeckt ist mit normalem Öl. Kein Olivenöl nehmen, das ist wichtig, weil Olivenöl gerinnt im Kühlschrank und das soll es nicht. So, und damit hat man die Knoblauchpaste fertig, tut sie in den Kühlschrank und das war's.